Hallihallo Leute, ich heiße euch wieder zurück hier zu The Evil Within. Herzlich willkommen natürlich. Ich habe jetzt noch ein bisschen was aufgewertet an meinen Waffen, an meinem Revolver zum Beispiel und an meinen, jetzt muss ich überlegen, und an meinen, also ich habe die Waffen ein bisschen aufgewertet, von kritische Treffer her und so, was das angeht, habe ich halt ein bisschen was verbessert. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich möchte auch gerade mal schauen. Wie viele Spritzen haben wir denn noch? Zwei, okay. Wir haben aber auch noch drei Erste-Hilfe-Koffer. Alles klar. So, das möchte ich mal nachladen. Das Scharfschützgewehr haben wir auch verbessert, kann ich euch sagen. Meine doppelläufige Schrotflinte, die ist vollgeladen. Das auch. Ich möchte mal schauen. Wie viel Munition haben wir hier jetzt noch für? 9 Schuss, okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Ach du Scheiße. Ist das eine Falle? Ist das Säure? Okay, wie lange dauert das Entschärfen denn bitte? Krass. Oh, hier liegt noch ein Haufen Gärum, ey. Hier war vorhin einer, habe ich gesehen. Kommt Joseph mit? Hm, ich hoffe es doch mal. Moment mal, wir haben gerade wieder Bolzenteile. Da möchte ich mal ganz kurz keine Brandbolzen, keine Explosivbolzen. Dann möchte ich mir mal ganz kurz zwei Harpunenbolzen machen. So. Denn die sind ganz schön wichtig, finde ich. Mich wird's nicht wohl. Ah, ein Weg öffnet sich. Kommt Joseph mit? Hallo? Joseph? Ja, von mir aus bleibt da stehen, ist okay, also brauchst doch nicht mitkommen, ist gut, ich mach das ja allein. Geht mal weg hier, die ganzen Türen sind mit Stacheldraht vernagelt, ich will nicht wissen, was da für kranke Psychopathen. Alter. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Bis dahin. Ihr habt doch eine Vollmeise. Wisst ihr, wie weit das ist? Krasse Scheiße, guckt euch das mal an. Ey, das sieht aus, als ob Godzilla hier durchgejascht wäre. Durchgejascht. Durchgerannt. Durchgejascht bin ich denn. Ah, okay, ich vermute mal. So. Weiter geht's. Im Irrenhaus. Ich möchte das Spiel auch so langsam mal. Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Wieder getrennt. Ganz, ganz super. Ich will das Spiel aber auch so langsam durchkriegen. Weiß. Erst Kidman, dann. Weiß nimmt halt. Alter, was läuft denn hier rum? Also hört ihr das? Ne.
Shit, es nimmt halt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, würde ich sagen, das Spiel. Das ist halt das, was mir... Ich muss sagen, ich habe auch sehr viel Lust auf andere Spiele, aber ich kann halt nicht alles gleichzeitig bringen. Deshalb... Natürlich. Deshalb muss ich The Evil Within erstmal zu Ende bekommen. Kletter da rein. Ich verweile hier mal kurz und setze mich mal besser hin. Diese Spinde benutzt man nicht oft, oder? Also zumindest haben wir die nicht wirklich oft benutzt. Oh, was für ein fettes Glas Gehe, ey. Hier liegt auch noch eins. Ich mach mal das Licht aus. Ah, hier ist eine Falle. Sieht er uns? Ich möchte das jetzt mal gerade ein bisschen geschickter einstellen. Ich möchte mal wirklich ein bisschen schleichen, auch wenn das wieder Zeit in Anspruch nimmt und das Let's Play verlängert. Möchte ich das gerade einfach mal versuchen. Das habe ich gar nicht gesehen. Alter. So viel dazu. Alter, so viel dazu. Fuck. Ach, das passt mir jetzt wieder super in Kram. Verdammt. Schnell wieder rein. Das hört sich nämlich so an, als ob der hier gleich um die Ecke kommt. Der Schlawanzmann. Oh Mann, das hört sich ganz so an, als ob der hier von links kommt. Er kann ja nur von links kommen. Oh, heilige Scheiße, ey. Mist.
Das ist hier eine verkackte Stelle. Eine richtig verkackte Stelle. Ha. Nein! Okay, das soll es mit dem gewesen sein, den nämlich schön angenagelt. Natürlich kann ich den Bolzen jetzt ja nicht wieder aufnehmen, oder? Okay, der hängt da ein bisschen rum. Und ich schleiche mich hier mal ganz sachte durch. In dem Schrank kann ich mich sicher verstecken. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh mein Gott. Der Typi macht's uns echt nicht einfach, ja. Nein! Brenn! Shit! Mach dich Tür auf! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Wieso hast du mich gesehen? Du Drecksack! Alter, was hast du denn für eine... Alter, stirb endlich! Okay, das mit dem Schleichen hat ja wirklich mehr als beschissen geklappt. Und dass die ganzen Gegner jetzt auch hier mit Knarren rumlaufen, macht die ganze Sache wesentlich schwieriger. Alter, das gibt's echt nicht. Hallo? Na? Wirst du denn jetzt bitte umfallen hier? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Okay, das lief hier alles andere als super. So, hier steckt noch mein schöner Harpunenbolzen, den ich dahin geflattert habe. Das hat ja nicht so pralle geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schleichen ist doch nicht so meins. Ich bin doch eher einfach der Hau-drauf-Typ. Und jag sie in die Luft, Bolzen, ja. So, aber wir haben schon mal wieder ein paar Bolzen bekommen. Dann mache ich mir gleich mal wieder ein paar Harpunenbolzen. Da haben wir nämlich schon wieder keine mehr. Okay, der Typ sieht ziemlich tot aus. Ich möchte mal ganz kurz schauen.
Natürlich! Ey, man sieht die Scheiße hier auf dem Boden einfach nicht, wenn man spielt. Kacke ist das denn bitte? Okay, jetzt bin ich hier draußen. Toll, was bringt mir das? Ah, ich kann ja drüber springen, okay. Ach du Scheiße, nein. Boah, das ist echt großräumig hier. Das gibt's nicht. Das ist jetzt nicht wahr. Ach, verdammt. Okay, Leute, wir machen hier einen Schnitt und sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen.